Moin Moin, was geht ab? Mein Name ist Lenz. Herzlich willkommen, ja, zu einer neuen Soundvorstellung. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Hier hatten wir jetzt natürlich das John Deere Pack dazu, aber das schon mal vorweg. Der Sound aus dem John Deere Pack wird natürlich auch in dem Skript für alle anderen John Deere Mods, die ihr zur Verfügung habt durch das Mod Hub, bereitgestellt werden. Habe ich allerdings noch keine Mod für eingetragen und somit könnt ihr bisweilen nur auf den Standard 6R zugreifen, dort aber ganz genauso auch die Sounderweiterung anwählen, ja oder nein. Reifensound, wie ihr das möchtet, natürlich auch, wenn ihr die Mod aktiv habt. Wir nehmen einmal mal diese Variante, kaufen sie einmal und ihr werdet auch hier sehen und hören. Ist im Prinzip das gleiche, was ihr jetzt schon in der Vorstellung gesehen habt. Wir gehen einmal mal rein, hören uns das Ganze von außen auch an. Könnt ihr natürlich zurückskippen und einmal mal vergleichen. Es ist im Prinzip das gleiche, wenn wir auch losfahren. Blinker natürlich nicht vergessen und mal hier eine kleine Tour fahren. Ja, Verkehr habe ich in den Vorstellungsvideos natürlich ausgeschaltet, einfach weil sie sehr störend sind, auch von den Geräuschpegeln her, wenn sie an einem vorbeifahren. Genau, man muss schon ein bisschen genauer hinhören. Es ist natürlich auch am besten, und das empfehle ich dann auch, wenn ihr mit dem Soundscript spielen werdet. Es macht am meisten Laune, wenn man natürlich mit Kopfhörern spielt. Es ist auch so, wir haben, oder beziehungsweise ich habe auch mit Peter Aha halt einen Mega-Tester an meiner Seite, der mir mit der XML natürlich auch viel geholfen hat, aber eben auch wunderbar getestet hat, viel Rückmeldung gegeben hat und der natürlich einen super Vergleich hergezogen hat. Es muss natürlich am besten klingen, oder es muss auch gut klingen, wenn man es über Lautsprecher hört. Und das kann ich euch jetzt leider nicht garantieren, weil ich eben nur mit Kopfhörern spiele.
Peter hat das Ganze auch auf Lautsprechern getestet. Der eine klingt besser auf Lautsprechern, der andere ist weniger gut. Aber für mich ist es dennoch immer, egal wie, auch eine Verbesserung zum Original. Das hoffe ich, dass es für euch dann natürlich auch so ist und dass ihr dann mit dem Soundscript viel Spaß haben werdet. Es soll jetzt nicht die letzte Vorstellung hier sein. Ich bin nämlich auch noch nicht fertig, denn hier zum Beispiel kann ich euch auch, lassen wir das einfach beiseite. Es sind eben noch Feinheiten, die ich noch zu bereinigen habe. Das sind gar nicht so die Sounds, die ich dann machen muss, aber es sind eben so XML-Einstellungen, dass es dann eben auch zu, in den meisten Fällen dann eben auch gut klingt. Ja, sei es zum Beispiel, also was zum Beispiel momentan meine Problematik ist, sind diese Kompressor-Sounds, die sind noch ein bisschen zu laut. Die müssen indoor auf jeden Fall, im Innenraum, in der Kabine, viel weniger zu hören sein, als sie es bisher tun. Das muss ich auf jeden Fall für alle Sounds nochmal überarbeiten. Und dann ist es noch sowas, dass es im Innenraum natürlich ein bisschen dumpfer klingt auch, als wenn man es außen hat. Und das darf natürlich dann, also es muss dann natürlich mit den anderen Sounds auch übereinstimmen. Hoppala, sehr scharfe Kurve. Und so dass dann die Übergänge eben auch flüssig laufen. Ja, und das sind so Kleinigkeiten, die ich da noch dabei, wo ich noch dabei bin, die einzustellen. Jetzt ist es hier auch nachts geworden, kann man eben Licht anmachen. Machen wir mal hier das letzte Bild. Dieses schöne Modell, auch aus dem Standardspiel, wunderschöner 6R. Das sind eben die Sachen, die ich noch machen muss, weswegen ich auch noch nicht so viel weiter gekommen bin. Ich hoffe trotzdem, dass es euch reicht an Infos und ich hoffe auch, dass es euch gefällt, dass ich euch wenigstens schon mal vorstellen kann, auf welchem Stand ich derzeit bin. Es sind definitiv da die Sound-Updates dabei, die ich bisher zum Einbauen auch veröffentlicht hatte. Die werden dann alle nicht mehr so sein, dass ihr sie einbauen müsst, sondern es ist, wie gesagt, es ist nur noch ein Mod-Ordner, also ein Mod, den ihr in euren Mod-Ordner legt, das Skript. Und das funktioniert dann eben mit allen Sounds für die Fahrzeuge, die ich darauf vorbereitet habe. Das sind bisher alle Fahrzeuge, die ich euch gezeigt habe. Das heißt, aus dem Mod-Hub werden die Massey Ferguson 8000er, 7000er, der 700er Fendt, da sind ja einige im Mod-Hub, 900er Fendt aus dem Mod-Hub. Dann wird natürlich das Class DLC unterstützt, kann ich aber auch sagen, ist nicht gänzlich. Das heißt, die Drescher, da habe ich keine Sounds für gefunden. Leider kann ich da dann nichts dran machen, weil die Sounds aus dem Standard-DLC, also die Standard-Sounds dann, die darf ich dann nicht darin verwenden, sondern ich muss dann, wenn dann, alles extern machen und eigene Sounds kann ich leider nicht mit dienen. Ja, und somit habe ich auf jeden Fall für das Class-Sounds, für das Class-DLC, Entschuldigung, also die Platinum Edition, habe ich noch ein paar Sounds, die ich euch noch gerne vorstellen möchte. Der ein oder andere, der nochmal justiert wurde. Für die John Deere habe ich euch ja jetzt schon einiges vorgestellt. Da muss ich auch noch ein paar Mods mit einbinden. So, ist definitiv noch einiges zu tun. Ich hoffe trotzdem, dass ich in diesem Jahr fertig werde. Und ja, ich möchte euch damit, ich möchte euch einfach damit verschonen, euch ein Release-Datum zu geben, weil ich einfach nebenher arbeite. Ich mache das in meiner Freizeit. Ich spiele auch unheimlich gerne und mir liegt das auch ein bisschen am Herzen, das natürlich auch rauszubringen, aber ich möchte auch gerne spielen. Und ist natürlich eine schwierige Sache, da immer so ein Gleichgewicht zu finden. Ich hoffe trotzdem, dass ich das relativ gut für euch darstellen kann und geschafft habe. Und danke euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat und ihr Bock drauf habt, dann lasst mir doch gerne ein Abo da, einen Daumen, Kommentar auch immer gerne, ne? Wenn ihr irgendwelche Rückmeldungen zu den Sounds habt, freue ich mich drüber. Vielen Dank, bis dahin. Erstmal.